So, ein heutiges Video. Ich dachte, ich fange mal etwas Neues an. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben und das würde ich gerne in Form von YouTube-Videos auf YouTube stellen. Ich verlinke es, wenn ich es fertig habe. Wahrscheinlich auch noch. Ja. Ich fange jetzt gerade mal an mit der Einleitung, mit der Motivation, warum ich da überhaupt geschrieben habe. Es ist so, ich habe viel mal Diskussionen, wo ich so Gedanken habe und die sind irgendwie zu umfassend, dass jetzt irgendwie würde die Diskussion hier passen, aber vom Thema würde es passen. Und sie würden auch die Situation aufklären. Ja, und ich denke dadurch, ja, vielmal denke ich anders wie andere Menschen. Und bei mir selber nicht klar gewesen, wie das genau ist, wann ich genau denke, was genau meine Grundlagen sind. Und, ja, so. Und da bin ich auf die Suche gegangen mit YouTube und Wikipedia und Vorlesungen, Menschen, Diskussionen, alles Mögliche. Ja, Vorträge und so. Ein bisschen auch Bücher, obwohl die meistens klein effizient sind in der Formulierung, darum bin ich nicht so Fan von Büchern. Ja. Und da bin ich einfach auf viele Sachen gekommen, die mir sehr weitergeholfen haben. Ich bin so ein grundzufriedener Mensch, der ja irgendwie, wenn mich etwas belastet, dann weiss ich eigentlich, dass das gar nicht wert ist. Und fertig. Also, ich bin nicht lange von etwas belastet. Irgendwo gibt es vielleicht schon mal einen Stress im Leben oder so, aber der ist nicht so tragisch. Und der ist dann auch bald mal wieder vorbei und dann ist wieder gut. Ja, und das ist die Denkensweise, die hat mich zu dem gemacht. Ich sage mal, die ausformuliert durchdenkte Version habe ich erst seit einem halben Jahr. Und ja, probiere jetzt eben mich auszurücken und klar werden über die Gedanken in Form von dem Buch, das ich schreibe. Ja, morgen geht es dann, oder morgen das nächste Teil, das ich mache, geht um Begriff und Wörter, wie man mit denen umgehen sollte. Also ich hoffe, da interessiert ein paar und ist spannend, finde ein paar Views. Und hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Teile.